Das war ja flott. Bitte? Das war ja flott. Ja, Samba, Samba. Steckt doch Samba in deinem Blut. Huch. Ja, ich bin alter Samba-Typ. Ja. Ich habe lange Samba auch gelehrt. Meine eigenen Samba-Schule. Stefan, du solltest einfach mit nach Brasilien kommen. Ja, nee, ich kann nicht. Ich habe gerade einen Zumba-Club aufgemacht. Du fährst jetzt für die ARD mit nach Brasilien? Genau. Matthias Oppenhövel, der war gestern hier, der gehört ja auch zum ARD-Team. Genau. Du gehörst zum Kompetenzteam. Zum Kompetenz, du hast es ja so schön betont. Ja, eben. In welchem Genre hast du denn die Kompetenz? Im Land und Leute. Ich komme aus Brasilien, ich spreche die Sprache. Du sprichst Portugiesisch. Portugiesisch. Portugiesisch ist ein bisschen wie Spanisch, nur mit Nase zu halten. Ne? So ein bisschen und mit viel Lippen. Ja? Zum Beispiel, sag mal, meia lua de frente. Ja. Das können wir doch sagen, oder? Was heißt oder? Das denn? Halbmond von vorne. Warum ich dir das sage, kann ich dir Halbmond gleich von vorne erklären. Ist das eine Praktik oder was? Es ist ein Kick, der geht ungefähr so. Ach so. Und dann kommen wir wieder zurück. Aber das gehört nicht zu meiner ARD-Kompetenz, sondern ich berichte über Land und Leute. Ich reise durch das Land, ich zeige verschiedene Situationen. Natürlich, klar, die Klischees, Sport an der Copacabana, Paragliding, ja. Karneval, alles Schöne. Handtaschendiebstahl. Das gehört auch dazu, muss man leider sagen. Ja. Und wir werden auch in die Favelas gehen und über deren Lebensumstände berichten. Ich arbeite mit einem Verein aus Köln, der heißt Kinderland Brasilien. Die unterstütze ich. Und die Projekte werden wir auch dort vor Ort besuchen. Aber natürlich auch so Fußball. Brasilien, das gehört ja zu unserer Identität dazu. Da ist unser ganzer Nationalstolz. Und das ist für uns Hoffnung und Träume. Und wir werden auch einen kleinen Jungen begleiten, der davon träumt, vielleicht mal so groß wie Pelé. Es gibt eine Menge zu erzählen. Brasilien ist vielseitig und immer für eine Überraschung gut. Du laberst aber auch wie ein Wasserfall. Ne? Du, ich habe keine Zeit. Ich habe bei dir gelernt, man hat nur zwei Minuten zu promoten. Aber so abseits erklären kannst du auch, falls einer... Du, das überlasse ich mal lieber meinen Kollegen. Die sind oben in der Terrasse und ich bin mitten in den Menschen oder in der Menschenmenge. In den Menschen. In den Menschen drin und komme aus ihrer Haut heraus. Nein, wir sind 2 Millionen Menschen beim Public Viewing in der Copacabana. Das ist halt schon eine Hausnummer. Ne? Ja, absolut. Das heißt, wir werden dich da öfter sehen. Du bist ja topfit. Wenn man dich so sieht, Wahnsinn. Wer hätte nicht so gerne so einen Buddy? Warum hast du so einen Buddy, wenn ich fragen darf? Ich bin Fitnesstrainerin, das wissen viele nicht. Ich war mit 16 Jahren tatsächlich die Jüngste in Deutschland mit Sondergenehmigung und war ganz spannend. Okay. Und ich habe jetzt ein eigenes Workout kreiert, das heißt Jinga und basiert auch auf meinen brasilianischen Wurzeln. Es war ein Capoeira, Fitness und Tanz. A Capoeira, das sind die Typen mit den weißen Buchsen, die immer so... Genau, genau, die Buchsen, die genauso aussehen wie diese hier. Genau. Das ist so Capoeira-like inspiriert. Und dann machen die und dann machen die zum Beispiel diesen Meia Lua de Frenchie. Ja, zeig mal kurz, wie wir gehen. Ja, komm, ich zeig dir mal was. Ja. Komm einfach mal mit. Ich guck aber nur zu. Ich, ach, du hast eben so schön getanzt, Stefan. Ja, das nee, schaffst ich, du mit links. Ich hol mir sonst wieder... Also der Grundschritt heißt Jinga, ja? Und das Jinga? Heißt, wir gehen einen Schritt zur Seite. Ja. Step. Und ziehst das Bein nach hinten in eine Halbkreisbewegung. Ah, genau, natürlich. Und verlagerst ein bisschen. Ja. Gegenarme. Zur Seite und wieder rum. Und jetzt lernen wir den Kick. Ja. Mitte, du Mitte? Holst von außen nach innen, machst so einen Halbkreis in der Luft. Halten, 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 halten. Und wieder zurück und ab. Wollen wir das mal mit Musik machen? Ja, natürlich. Ja? Da freue ich mich drauf. Aber brasilianische Schnell. Musik, ne? Kennst du das Instrument? Das ist was? Eine Berimbau. Dieses was lange Instrument, was aussieht wie eine Angel. Das ist ein Stock. Das ist tatsächlich ein Stock aus einem bestimmten Holz. Wie klingt das? Kannst du nur mal das, den Stock machen? Nur den Stock? Ja, nur mal. Das ist eine Kokosnuss, da kommt der Klang raus. Und dann drückst du diesen Stein oder diese Münze gegen diesen Drahtseil. Kann das nur einen Ton oder kann das mehrere Töne? Das ist die tiefe Variante. Es gibt drei Stück. Okay, ready? Ja. Kann ich mir aber auch in so einem Spiel nochmal? Musst du eigentlich mal probieren? Hast du schon mal gespielt? Nee, noch nie. Kann ich was mir aber auch gut kennt? In der Doku über China vorstellen, das Instrument. Dong, als Meditation. Okay, okay, ready? Ja. Fang an mit links. Natürlich. 5, 6, 7, 8. Bam, bam, los geht's. Und Jinga, Jinga, Step, Kick, Step, Back. Und 1, 2. Also wenn ich jetzt... Das ist Jinga. Ja.
eine wirklich anspruchsvolle... Das ist deine DVD, da kann man sich das richtig angucken. Das ist die normale Edition. Bist du aus der Puste gekommen? Ja, ist mir so anstrengend, Jinga. Ich mach Zumba, das ist nicht so anstrengend. Nein, du trainierst dabei wirklich toll deine Muskeln. Wir haben gemessen, man verbrennt bis zu 300 Kalorien in 10 Minuten. Nee. Ja. Komm mal vorbei, ich beweise es dir. Ja. Wie viel, 300 oder? Ja. 300. Das ist hier, was heißt das hier? Lehrprogramm, hier steht hier unten drauf. Lehrprogramm gemäß Paragraph 14 Jugendschutzgesetz. Sind bestimmte Übungen nicht nach dem Jugendschutzgesetz erlaubt? Nein, das würde ich so nicht sagen. Bei Capoeira wird auch an Kindern unterrichtet. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass man mit dem Muskelaufbau warten sollte, bis der Teenager ein gewisses Stadium schon erreicht hat. Damit da nichts in die falsche Richtung sich entwickelt. Ach so, verstehe. Ja, aber ich habe auch was für dich mitgebracht. Mach's zu Hause auf. Das ist einfach ein Brazilian Summer Package. Oh, Fernanda Brandão steht auf der Tüte drauf. Das ist, sollst du jetzt nicht aufmachen. Da ist auch das Bändchen dabei. Guck mal, du machst 3 Knoten, 3 Wünsche. Und wenn es abfällt, geht's in Erfüllung. Ich soll dich daran erinnern, dass du das Kinderland Brasilien mit unterstützt hast. Ja. So. Ja. Das ist genau meine Farbe. Das finde ich super. Aber komm, ich mach's dir mal um. So? Aber du musst dir 3 Sachen wünschen, ne? 3 Sachen? Ja. Ja. Was ist die erste? Erste Sache ist, ich wünsch mir... Was wünschst du dir noch? Dass Deutschland Fußball-Weltmeister wird. Hm, okay. Was noch? Und Brasilien in der Vorrunde ausscheidet. So, hier, das Ganze gibt es natürlich noch hier auf. Das ist die Deluxe Edition. Die Deluxe Edition. Da gibt es auch eine Musik-CD dazu, ja. Und natürlich auch eine Performprobe und ein Fitnessband und eine ganze Menge voneinander. Singst du eigentlich noch? Oder hast du überhaupt nicht was gesungen? Ja. Ja, mit den Hot Bandidos. La, 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 nee, das la, ich nicht. Nee, das war das? Das war, glaube ich, Bellini. Ach so, und du warst? Ich war Veo Veo. Ah, du warst Hot Bandidos, ja, genau. Ich dachte das immer durcheinander. Stefan, das ist schon 10 Jahre her. Ja. Und ich war mit 14, war ich hier bei dir in der Sendung. Weißt du, mit wem? Nee. Roberto Blanco und den Disco Boys. Born to be alive. Ah ja, ich erinnere mich. Könnt ihr euch noch erinnern? Oh. Oh, die Sendung ist vorbei. Oh nein. Viel Spaß in Brasilien. Danke. Viel Erfolg. Und wir sehen uns am Montag wieder. Ingo Appel ist dann bei uns zu Gast. Und jetzt kommt How I Met Your Mother. Das war's für heute. Fernanda Brandão. Dankeschön. Ciao.